Hans Stecker und Ulla Schmidt vom Vorstand des Fördervereins Wärmestube haben viel zu tun. Schon seit Monaten versuchen sie, die Bedürftigen, die hierher kommen, so gut wie möglich zu unterstützen. Denn der Raum der eigentlichen Wärmestube taugt seit März nur noch als Lager, und zwar aufgrund der Corona-Auflagen. Auf uns ist man zugekommen, weil ja Corona-bedingt die Wärmestube schließen musste und die Leute dann eben draußen auf dem Gehsteig ihr Essen bekommen haben, wie man dann helfen kann. Und dann haben wir dann ein großes Zelt erstellen lassen mit 150 Quadratmetern, um dann den Leuten eben auch Corona-bedingt mit Abständen dann ihren Tisch aufsuchen lassen zu können. Und so sieht es in diesem Zelt aus. Die Kunden der Wärmestube können sich in Ruhe ihrer warmen Mahlzeit widmen. Allerdings ist nur eine Person pro Tisch erlaubt. Kommunikation untereinander ist also eher schwierig. Schwester Stefanie nimmt die Namen der Neuankömmlinge auf, führt sie zu ihrem Tisch und bringt ihnen auch ihr Essen. Auch eine Neuerung durch die Corona-Auflagen. Die Sozialpädagogin Karina Huber spricht mit vielen der rund 80 Menschen, die täglich hierher kommen. Ihr fällt auf, dass einige Bedürftige aufgrund der Corona-Maßnahmen unbemerkt verstorben sind. Früher, als die einfach jeden Tag hier waren und den ganzen Tag hier verbracht haben, da ist natürlich aufgefallen, wenn jemand schlechter aussah. Und jetzt ist es so, dass manche Leute einfach nicht mehr kommen und wir wissen aber nicht genau, kommen die, weil es ihnen nicht gut geht, nicht mehr, oder kommen die einfach nicht mehr, weil sie woanders hingehen oder sich selber versorgen. Da ist es so, dass die Menschen halt einfach, wenn die nicht mehr kommen, wir schauen dann zwar zu Hause nach denen, wenn wir es aber nicht mitkriegen, dann sind gefühlt in der letzten Zeit relativ viele Menschen verstorben. Einfach dadurch, dass ganz viele Hilfsangebote weggefallen sind. Dass es das Angebot der Wärmestube in Augsburg weiterhin gibt, eine warme Mahlzeit und mit dem aufgestellten Zelt auch einen Ort zum Aufwärmen, ist für Menschen in Not unverzichtbar. Es ist sau wichtig. Es gibt so viele Menschen momentan, die nichts haben. Ich kenne Leute, die pennen unter der Brücke, die wirklich nichts haben. Und da ist es gut, dass es noch sowas gibt. Wenn es das hier nicht geben würde, dann weiß ich nicht, was dann passieren würde. Was bleibt dann noch? Die haben alles abgerissen, alles abgesägt, was es gab, so essensmäßig. Ja. Ich war früher in anderen Einrichtungen, die gibt es alle momentan nicht mehr. Ja, und da ist nur das SKM, das bleibt nur noch das. Der Katholische Verband für Soziale Dienste, kurz SKM, und das ehrenamtlich geführte Angebot der Wärmestube an der Blauen Kappe in Augsburg ist für viele Menschen am Rand der Gesellschaft ein echter Lichtblick in schweren Zeiten.